Wenn wir für ein bestimmtes Anliegen beten, dann stehen wir in der Gefahr, unsere eigene Gebetserhörung zunichte zu machen. Und zwar durch Unruhe, durch Zweifel, durch Unsicherheit, indem wir anfangen, das, was wir im Glauben in diesem Gebet gesät haben, sozusagen wieder auszugraben. Lass mich das erklären. Jesus gibt uns das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da geht es darum, dass der Same des Wortes Gottes auf den Herzensboden fällt und dass es Menschen gibt, da fällt es auf guten Boden und die nehmen das für sich an. Da heißt es, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Ich glaube, dass diese Aussage Frucht bringen mit Ausharren, wenn das Wort in einen guten Boden fällt, auch hilfreich sein kann für unser Verständnis von Gebet. Weißt du, wenn du betest, dann ist das wie wenn du einen Samen aussäst, einen Gebetssamen, den du in die Erde legst, Erde drauf und eigentlich muss es dann wachsen. Die Bibel sagt uns, dass Gott derjenige ist, der Wachstum gibt. Er ist derjenige, der es wachsen lässt. Und er ist derjenige, der auch entscheidet, wie schnell oder wie langsam diese Gebetssamen hervorkommt und seine Frucht bringt. Er ist derjenige, der es wachsen lässt. Nur wenn wir in Unruhe sind, in Unsicherheit sind, in Zweifel sind, dann ist es wie wenn wir hingehen und in die Erde wegkratzen und nach dem Samen gucken und sagen, ist denn da schon was gewachsen? Ist da schon was passiert? Nein, ist es nichts und ach, Erde wieder drauf. Und je öfter du guckst, desto schwieriger wird es für den Samen überhaupt Wurzeln zu schlagen. Und insbesondere, wenn du vergisst, die Erde wieder drauf zu tun. Ich glaube, wir müssen im Gebet eher so sein, dass wir beten und wenn wir den Eindruck haben, es ist durch, dass wir es dann in Ruhe lassen. Sagen, Herr, ich danke dir, dass du es hast. Ich übergebe es dir. Bring es hervor. Und eher ins Danken gehen, das ist wie wenn wir es bewässern, wie wenn wir dafür sorgen, dass die Pflanze gut wächst, dass da genug Feuchtigkeit ist und es einfach Gott überlassen. Wir sind so häufig dran, unsere eigenen Gebete wieder kaputt zu machen, durch Aussagen von Zweifel, durch negative Dinge, durch Sorgen, durch Unruhe, wo wir wirklich im Grunde genommen dieses Wachstum, was Gott geben will, nicht abwarten können. Mein Tipp heute für dich ist einfach, gib dein Anliegen dem Herrn und lass es da. Lass es da. Leg's in die Erde und lass es da. Lass es wachsen. Es wird zur richtigen Zeit hervorkommen. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du Anliegen hast, für die du schon lange gebetet hast, lass sie beim Herrn. Hör auf zu jammern und zu klagen, sondern fang an zu danken, dass dieses Gebetspflänzchen zur richtigen Zeit hervorkommen wird und Frucht bringen wird, wie uns die Bibel verheißt. Ich glaube, dass Gott viel mehr für dich hat.